Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt treten am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokalspiels der Nachholpartie gegeneinander an. Eintracht Frankfurt hat sich in der Liga durchsetzen können im direkten Duell mit Bayer 04 Leverkusen. Das war allerdings auch ein Heimspiel und Bundesliga. Ein komplett anderes Spiel wird man hier nicht zwangsläufig erwarten können, aber nichtsdestotrotz sind die Vorzeichen hier wieder komplett offen. Wenn nicht sogar Leverkusen leichter Favorit ist. Aber wie gesagt, das hat im DFB-Pokal relativ wenig Aussagekraft. Leverkusen in den schwarzen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts. Patrick Schick treibt das erste Mal an. Amiri legt rüber, hat das Auge für Diaby und da dachte sich erstmal der gemeine Frankfurt-Fan, das wäre doch vielleicht abseits gewesen, aber nein, das können wir nicht bestätigen. Es gab zwar oder es gibt nicht den Videoassistenten, aber auch die Kamerabilder haben es im Endeffekt belegen können. Es gab keine Abseitsposition. 1:0 also für Leverkusen. Frankfurt mit dem Schock, der bei den Adlern aber nicht so viel Angst auslösen konnte. Stattdessen Frankfurt sogar etwas angestachelt durch diesen Gegentreffer. So zu Bakok. Das war eine ordentliche Möglichkeit, die hier von Radetzky entschärft und gehalten werden kann. Frankfurt hier mindestens auf Augenhöhe, mittlerweile sogar die etwas bessere Mannschaft. 5 Minuten noch knapp bis zum Seitenwechsel. Frankfurt arbeitete am Ausgleich. Mit Armin Younes ging sie an über die linke Seite. Kostic fehlt ja noch rot gesperrt und plötzlich gab es Handelfmeter. War Lars Bender hier die Hand zu weit ausstreckt bei dieser Flanke von Armin Younes. Wir werden gleich nochmal genau drauf schauen und können dann relativ gut sehen, dass er da den Ball wohl an den Ellenbogen bekommt. Also eine etwas zu weit abgestreckte Hand, ein zu weit abgestreckter Arm sorgt hier für Elfmeter-Möglichkeit. André Silva, der gegen Radetzky, der lupft ihn rein. Und das geht fast schief, aber eben auch nur fast. 42. Minute, der 1:1 Ausgleichstreffer, vollkommen verdient, aber da hat André Silva tatsächlich viel Glück. Von der Unterkante der Latte geht dieser angelupfte Ball rein. Da machst du deinen Trainer mit wahnsinnig, aber wenn der Ball drin ist, dann spielt es im Endeffekt keine Rolle, auf welche Art und Weise das Ganze geschehen ist. Lukas Radetzky musste also nun auch das erste Mal hinter sich greifen, ging dann mit dem 1:1 in die Pause, das war aber absolut in Ordnung. Leverkusen konnte nach der Führung von Diaby nicht wirklich Kontrolle über das Spiel gewinnen. Und weiterhin Frankfurt, die bessere Mannschaft. Silva rechts raus auf Touré, die Flanke und Kopfball von Ayman Barkok. Sie näherten sich an. So viel war gar nicht los im zweiten Durchgang, aber hier eben die ganz große Situation. Den trifft Barkok nicht optimal, ist aber auch schwer aus diesem Winkel. Macht dann fast noch das Beste draus. Und Leverkusen, einer der ganz wenigen Angriffe noch in der regulären Spielzeit. Sie wollten die Verlängerung vermeiden. Bailey auf Amiri, nochmal zu Diaby. Der konnte es ja einmal schon machen, das dauert jetzt zu lange. Und dann schmeißt sich Hasebe in den Schuss von Amiri hinein. Die letzte Aktion der ersten 90 Minuten und dann war erstmal Pause. Also ging es in die Extra 30 rein. Komplett offene Karten. Frankfurt hatte hier keinerlei Ermüdungserscheinungen aufzuzeigen oder vorzuweisen. Ilsanker zu André Silva. André Silva setzt sich da durch gegen Baumgartlinger, aber in der letzten Sekunde bekommt dann Julian Baumgartlinger doch noch den Fuß rein, sodass sich Radetzky auf den Ball ohne Probleme stürzen kann. Zweiter Durchgang der Verlängerung. So langsam ging es dann doch mit beiden Kräften zu Ende. Leverkusen pochte auf den Lucky Punch mit Tin Yedwai. Florian Wirtz im Ballbesitz. Diaby zu frei. Viel zu frei!
Aber Kevin Trapp mit einer sensationellen Parade in der 120. Spielminute, wie er den noch hält, das ist wirklich atemberaubend. Richtig tolle Reaktion und damit rettet er Frankfurt ins Elfmeterschießen. Es ging nicht auf dem Feld, es musste im 16-Meter-Raum entschieden werden aus 11 Metern. Tabsoba mit dem ersten und mit dem Führungstreffer für Leverkusen. André Silva aus dem Spiel hat er getroffen oder im Spiel per Elfmeter. Jetzt trifft er nur den Außenpfosten. Und Alario, er erhöht, Trapp entscheidet sich für die falsche Ecke. 2:0 für Leverkusen. Kamada konnte dann aber mit dem zweiten Elfmeter für Frankfurt zumindest anschließen. 2:1 und Bailey, die Ecke geahnt von Kevin Trapp, aber der hat Pech, der Schlussmann der Frankfurter. Und jetzt Hasebe. Und jetzt war klar, Trapp muss beide halten, Frankfurt muss beide verwandeln. Vielleicht jetzt schon der entscheidende Strafstoß. Amiri gegen Kevin Trapp. Und Amiri macht es. Und bringt Leverkusen eine Runde weiter. Frankfurt versagen vom Elfmeterpunkt die Nerven. So dass Leverkusen das für sich entscheiden kann. Am Ende ist das hier der entscheidende. Kevin Trapp kann nur hinterher schauen. Ein spannendes DFB-Pokalspiel, in dem Frankfurt spielerisch die bessere Mannschaft war, aber eben die Tore nicht erzielen konnte. Und so gewinnt Bayer 04 Leverkusen nach Elfmeterschießen mit 2:1 gegen Frankfurt.